Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das war damals, 1949, eine schöne Idee. Deutschland wollte ein Hafen sein für die, die wegen ihrer politischen Überzeugung Angst um ihr Leben haben mussten. Als dann aber in den 1980er Jahren immer mehr kamen, hieß es gerne, das Boot ist voll. Rechte Parteien zogen mit Ausländer-Rausrufen in Landtage ein, Heime für Asylbewerber brannten. All das blieb nicht ohne Folgen. Vor 20 Jahren wurde das deutsche Asylrecht derart ausgehöhlt, dass von der schönen Idee wenig übrig blieb. Und heute? Die Welt ist nicht besser geworden. Der Krieg in Syrien lässt die Zahl der Anträge wieder steigen. Ulrich Neumann hat sich im brandenburgischen Eisenhüttenstadt umgesehen, um herauszufinden, wie dort Menschen, die auf der Flucht sind, wie dort mit ihnen umgegangen wird. Hier sitzen keine Schwerverbrecher ein, sondern Flüchtlinge. Eigentlich genießen sie weltweit Schutz vor Haft und Strafverfolgung. Wir sind im brandenburgischen Eisenhüttenstadt. Was sind das für Menschen, die hier in der Abschiebehaft sind, manchmal monatelang? Kriminelle? Ihr einziges Vergehen? Illegale Einreise, denn sie haben bereits in Polen einen Asylantrag gestellt. Weil sie sich dort aber nicht sicher fühlten, kommen sie zu uns. Wir treffen zwei Tschetschenen. Sie kommen aus einem Land, in dem Krieg, Chaos, Armut und Terror herrschen. Der Geheimdienst hat mich nachts abgeholt und beschuldigt, für die Islamisten zu arbeiten. Sie wollten Geld von mir und haben mir gedroht, das nächste Mal verschwinde ich ohne jede Nachricht. Ich hatte Angst. Mein Cousin wurde umgebracht. Mich haben sie auch nachts abgeholt und haben mir gesagt, wenn wir dich das nächste Mal holen, dann kehrst du nicht mehr zurück. Die Leute fragen nach Asyl. Flucht ist keine Straftat, sondern Flucht ist etwas, was kein Mensch gerne macht. Und dafür kommen die in Deutschland ins Gefängnis. Pater Ludger ist einer der Gefängnisseelsorger in der Abschiebehaft in Eisenhüttenstadt. Was hier passiert, macht ihn fassungslos. Das Gesetz sagt, Abschiebungshaft soll immer das letzte Mittel der Wahl sein. Bei Flüchtlingen, die Deutschland aus einem anderen europäischen Land her betreten, ist das nicht das letzte Mittel der Wahl, sondern das erste Mittel der Wahl. Das geht nicht. Doch das ist noch nicht alles. Gegen die Flüchtlinge wird außerdem noch mit Strafprozessen vorgegangen. Sie werden also kriminalisiert. Hier am Amtsgericht Eisenhüttenstadt finden gegen sie wegen der illegalen Einreise Schnellverfahren statt. Oft sind die Flüchtlinge in weniger als 15 Minuten zu Haft- oder Geldstrafen verurteilt. Und oft haben sie keinen Verteidiger an ihrer Seite, verstehen überhaupt nicht, was vor sich geht. Wir sprechen hier über Freiheitsentziehung, wir sprechen über Verurteilung. Das sind ja keine Lappalien. Wie ein komplexes Flüchtlingsschicksal innerhalb von 10 Minuten behandelt werden soll, das kann doch nur mit einem Stempel geschehen, mit einem Vordruck oder Ähnlichem. Das ist keine qualifizierte Rechtsprechung. Und doch geschieht genau das. Wir waren dabei, als er nach nur 14 Minuten wegen illegaler Einreise zu einer Geldstrafe verurteilt wird. Und sie hat ihn verurteilt, die Richterin Heidemarie P. Wir haben mehrere Verhandlungen von ihr besucht, auch unerkannt. In ihren Urteilen heißt es, die Flüchtlinge seien Asyltouristen, die zu einem Heer der Illegalen gehören, deren Lebensunterhalt in der Regel durch Straftaten verdient wird, meist Schwarzarbeit. Das führt dazu, dass es in Ballungsgebieten immer mehr zu Spannungen kommt, die sich durch weitere Straftaten entladen. Dem muss dringend begegnet werden, schreibt die Richterin immer wieder. Wie ist das zu bewerten, fragen wir Rechtsanwalt Volker Gerloff. Er vertritt inhaftierte Flüchtlinge. Das ist zwar ein absolutes Tabu, das Wort rassistisch überhaupt zu verwenden, wenn es um Kritik an Urteilen geht. Aber wenn nun mal mit rassistischen Argumenten vorgegangen wird, dann sollte man das aus meiner Sicht auch klar beim Namen nennen. Ihr Verhandlungsstil gegenüber den Flüchtlingen laut, rabiat und vor allem giftig. Das haben nicht nur wir beobachtet. Also für sie ist einfach ganz klar hier, weg mit euch, wir wollen euch nicht. Und ihr seid doch eh alle, habt keine wirklichen Gründe, wollt uns nur Essen vom Teller wegessen. Also eher so eine tiefe Verachtung.
Wir wollen ein paar Bilder drehen, wie Richterin Heidemarie P. einen solchen Prozess eröffnet. Fragen deshalb um Erlaubnis. Guten Tag. Können Sie bitte den Saal verlassen? Ich habe noch nicht aufgerufen. Ich bin von der AAW, vom Ersten Deutschen Fernsehen. Ich möchte Sie bitten, den Saal zu verlassen. Wir wollen lediglich von einem wichtigen Prozess, wie es üblich ist, bundesweit ein paar Auftaktbilder machen. Das ist völlig Schmutz. Ich möchte Sie bitten, hier keine Aufnahmen zu machen. Richterin Heidemarie P. hat außerdem jedes Interview kategorisch abgelehnt. Und auch unsere schriftlichen Fragen bleiben unbeantwortet. Ihre Urteile legen wir dem Völkerrechtler Professor Andreas Fischer-Lescano vor, seine Einschätzung. Diese Urteile haben doch nochmal eine besondere Dimension, also verglichen auch mit dem, was ich aus diesem Bereich kenne, weil sie doch in sehr deutlicher Form auch beleidigenden Inhalt haben, weil sie auch in sehr deutlicher Form den Boden des Rechts verlassen. Also so, dass ich auch denken würde, dass da strafrechtliche Tatbestände möglicherweise durch diese Urteile erfüllt sein können, also Rechtsbeugung, aber auch Beleidigungsdelikte. Schon schwerwiegend. Die Unhaltbarkeit dieser Urteile und die Dimension des Unrechtsgehalts dieser Urteile würde hier ein Ermittlungsverfahren mindestens rechtfertigen. Insgesamt also ein menschenunwürdiger Umgang mit Flüchtlingen am Amtsgericht Eisenhüttenstadt. Mir tut das weh, dass so etwas in Deutschland möglich ist. Menschenrechtlich nicht in Ordnung, ja, empörend. Empörend und traurig. Also ich schwank da zwischen Wut und Traurigkeit. Seitdem wir recherchieren, sind inzwischen einige Flüchtlinge frei, konnten Asylanträge stellen, aber nur, weil sich Anwälte, Kirchen und Presse engagierten. Doch die aberwitzigen Strafprozesse am Amtsgericht Eisenhüttenstadt laufen weiter, zum Beispiel morgen früh. Wie lange noch?